Direkt am Ortseingang von Egmond an See sehen Sie auf der rechten Seite bereits die Apartmentanlage der Egmonden. Sie können kostenlos in unserer Tiefgarage parken. Dies gilt ab 15 Uhr am Anreisetag bis 12 Uhr am Abreisetag. Mittels Kennzeichenerkennung können Sie direkt in die Tiefgarage fahren. Geben Sie hierfür Ihr Kennzeichen im Voraus über den Link in Ihrer Reservierungsbestätigung an. Zwischen 8 Uhr morgens und 18 Uhr abends erreichen Sie die Rezeption mit dem Aufzug. Außerhalb dieser Zeiten benötigen Sie Ihren Zimmerpass, um die Eingangstür zu öffnen. Bitte beachten Sie, ist Ihr Fahrzeug niedriger als 2,45 Meter, bitten wir Sie dringend, in der Tiefgarage zu parken. Sollte Ihr Fahrzeug höher als 2,45 Meter sein, fahren Sie bitte nach oben auf das Parkdeck. Hier gibt es eine begrenzte Anzahl von Parkplätzen, die für höhere Fahrzeuge freigehalten werden. Sollte die Schiebetür geschlossen sein, können Sie über den Knopf Recepsi einen unserer Mitarbeiter kontaktieren. Wenn Sie einen Zimmerpass haben, können Sie die Schiebetür öffnen, indem Sie Ihren Pass vor den Kartenleser halten. Die Türklingel ist für Ihren Besuch oder einen eventuellen Pflegedienst vorgesehen. Durch Ihre Zimmernummer einzugeben sowie danach die Klingeltaste zu betätigen, wird in Ihrem Apartment die Klingel aktiviert. Sie können dann die Schiebetür von Ihrem Zimmer aus öffnen. Im Aufenthaltsraum im Erdgeschoss können Sie tagsüber und abends herrlich entspannen, ein Buch lesen oder ein Spiel spielen. Es ist jedoch nicht erlaubt, in diesem Raum mitgebrachte Mahlzeiten zu konsumieren. Wir bitten Sie, dies in Ihrem Apartment zu tun. Indem Sie Ihren Zimmerpass vor den Leser halten, öffnet sich die Tür Ihrer Wohnung. Nach ca. 10 Sekunden schließt sich die Tür ebenfalls wieder automatisch. Verwenden Sie beim Verlassen Ihrer Wohnung die Taste Tür Open. Diese befindet sich an der Garderobe. Sie aktivieren die Stromversorgung, indem Sie den Zimmerpass in die dafür vorgesehene Halterung schieben. Besucher oder Pflegedienste, die am Haupteingang klingeln, sind auf dem Bildschirm in Ihrer Wohnung durch eine Kamera zu sehen. Durch das Schlüsselzeichen zu drücken, können Sie den Haupteingang öffnen. Besucher können dann zu Ihrem Apartment gelangen und an der Wohnungstür erneut klingeln. Wir haben die Temperatur in Ihrer Wohnung standardmäßig auf 20 Grad eingestellt. Sie können die Temperatur selbst über den Thermostat um 3 Grad erhöhen oder senken. Die Küche ist mit einem Kühlschrank mit Gefrierfach, Backofen und Geschirrspüler ausgestattet. Sie können die Arbeitsfläche mittels der Tasten an der Vorderseite auf die gewünschte Höhe einstellen. Bei Verwendung des Kochfeldes schaltet sich die Dunstabzugshaube automatisch ein. Die Position der Abzugshaube können Sie dann selbst einstellen. Das Schlafzimmer verfügt über ein oder zwei höhenverstellbare Betten. Die Fernbedienung hierfür befindet sich an der Seite des Bettes. Es stehen ebenfalls Bettgalgen zur Verfügung. Das Pflegebett kann auf eine Höhe von 25 cm über dem Boden abgesenkt werden. Bringen Sie für diese Funktion das Bett in die niedrigste Position. Lassen Sie die Taste kurz los und drücken Sie sie erneut. Sie können die gesamte Beleuchtung in Ihrem Schlafzimmer von Ihrem Bett aus steuern. Auch der Nachttisch ist durch die Tasten auf der Vorderseite ebenfalls höhenverstellbar. Verwenden Sie den Nachttisch jedoch nicht zum Sitzen und vergewissern Sie sich beim Absenken des Bettes, dass sich nichts unter dem Bett befindet. Das Badezimmer verfügt über eine höhenverstellbare Toilette, die Sie mit der Fernbedienung bedienen können. Es stehen zwei Waschbecken in zwei verschiedenen Höhen zur Verfügung. Des Weiteren finden Sie zwei Duschen, eine mit einem Duschstuhl, der an der Wand befestigt ist. Ziehen Sie im Notfall an der roten Schnur. Dadurch wird die Rezeption umgehend informiert, dass Sie Hilfe benötigen. Wir bitten Sie dringend, den Fluchtplan direkt nach Ihrer Ankunft anzuschauen, damit Sie im Notfall genau wissen, wo sich der nächste Notausgang und die speziellen Evakuierungssitze befinden. Sie können sich herrlich in einem unserer speziellen Bäder entspannen. Diese sind komplett in der Höhe verstellbar und können von unseren Gästen kostenlos genutzt werden. Der Egmonde verfügt ebenfalls über einen Fitness- und Reha-Raum sowie eine Infrarotkabine. Diese befinden sich auf der Etage 0. Der Fitness- und Reha-Raum kann kostenlos genutzt werden. Sie können die Tür mit Ihrem Zimmerpass öffnen. Mit einem Physiotherapeuten unter einem Dach kann das Training oder Ihre Therapie sogar während Ihres Urlaubs stattfinden. Einen Termin können Sie vereinbaren unter www.physiotherapierunde.nl. In unserer Infrarotkabine, die den Gästen kostenlos zur Verfügung steht, können Sie sich herrlich entspannen. Vergessen Sie also nicht, Badesachen und ein Badehandtuch mitzunehmen.
In der Informationsmappe Ihrer Wohnung finden Sie eine ausführliche Beschreibung der Infrarotkabine. Sie können Ihren Müll in der Tiefgarage entsorgen. Hier finden Sie auch die Waschküche und den Fahrradkeller. In der Waschküche befindet sich eine Waschmaschine sowie ein Trockner und ein Staubsauger. Sie können dies bei Bedarf kostenlos nutzen. Die Waschküche öffnen Sie mit Ihrem Zimmerpass. Der Abfall muss getrennt werden. Wir bieten Ihnen bereits die Möglichkeit, dies in Ihrer Wohnung zu tun. Wir trennen Plastik, Papier, Glas und Restmüll. Sie können den Fahrradkeller mit Ihrem Zimmerpass öffnen. Zum Laden der Batterie und des Akkus stehen Steckdosen zur Verfügung. Wenn Sie einen Strandrollstuhl, einen elektrischen Rollstuhl oder einen Rollstuhlfahrrad mieten möchten, können Sie dies bei Bike Mike oder Bike Shop Egmont. Mehr Infos finden Sie auf der Homepage bikemike.nl/de oder bikeshopegmont.nl. Zum Schluss wünschen wir Ihnen eine angenehme Reise und freuen uns, Sie bald bei der Egmonde begrüßen zu dürfen.